Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Ey, was? Wow. Einfach Subway-Surfer? In Roblox, guck mal! Ey! Oh mein Gott, wie cool! Warte mal, wenn du der bist, dann will ich der hier sein. Ui, okay, dann lass mal reingehen jetzt hier. Okay, oha! Okay, okay, okay. Oh mein Gott, wo sind wir? Wir sind hier quasi echt bei Subway-Surfer drin, ne? In Roblox. Warte mal, ich kann nicht noch sprühen hier. Warte mal, Subway-Surfer. Ja, du kannst halt so Sachen ransprühen, so Roblox. Ah, Roblox, stimmt. Warte mal, hier. Oder du kannst auch die geheime so Geldsack öffnen oder so. Dann kriegst du halt so einen Geldsack. Ah, warte mal, was kann ich hier? Ich nehme mal so einen Würfel in die Hand. Hier. Ach so, das ist das, was du meintest. Okay. Wow, guck mal. Was? Ich kann surfen und 360. Was? Du kannst echt. Also, ich kann quasi komplett durchsurfen, ne? Anscheinend, guck mal, hier rüber noch so und so. Okay, jetzt ist schön. Wichtig, alle Coins immer einsammeln. Was können wir noch so machen? Ja, safe, safe, alles schon einsammeln. Okay, dann lass mal durch. Oh, ich bin draufgegangen. Berühr nicht das Ding da. Was für ein Ding denn? Du hast nicht direkt diese Barrikade, da berühr ich nicht. Natürlich darfst du nicht berühren, dann bist du mal draufgegangen bei Subway Surfer. Ach, ich weiß das gar nicht mehr genau, wie so, das ist. Ich renne hier gerade schon los jetzt hier, ne? Ich springe jetzt gerade von Zug zu Zug. Ich leg auch mal los, okay. Also ah, nein, ich bin auch gegengekommen. Oh mein Gott, das muss dann irgendwie schaffen. Oh, wir dürfen das alles nicht berühren. Na, wir müssen bis zum Ende kommen da hinten. Ich weiß, so ganz kurz hier wieder meinen Charakter nehmen. Ja, ich habe so einen Schuh eingesammelt, jetzt springe ich viel höher. Wie? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja! Ich bin gegen den Zug gegangen. Oh mein Gott. Du bist ja richtig lost. Was hast du für Schuhe an? Ey, der wird verfolgt da drüben. Oh mein Gott, das verfolgt denn jemand. Was? Was? Der Inspektor? Oh mein Gott, okay, okay. Ja, der Inspektor, der läuft hier. Ey Mann, jetzt hat der eine mich runtergeschubst. Jetzt bin ich... Was machst du denn? Ich bin gesprungen und der eine Typ ist da voll im Weg gegangen gerade. Ich warte jetzt hier drüben auf dich. Warte, so, ich stehe jetzt nochmal zur Schule. Jetzt komme ich nochmal, jetzt surfe ich hier nochmal ran. Du musst mal bis zum Ende surfen, da kommt so ein Glastunnel auf der linken Seite gleich und da siehst du mich dann schon. Oh mein Gott. Ich spiele mal an der Zeit ein bisschen rum. Roblox. Wow, jetzt kann ich voll hochspringen. Nein, der Inspektor kommt. Jetzt kann ich voll hochspringen. Der Inspektor kommt, du musst jetzt hier bald beeilen, Mensch. Ich bin doch schon auf dem Weg. Was ist das für eine Kiste? Oh mein Gott. Hey, jetzt habe ich so eine geheime Kiste. Ja, hab ich eben auch schon, die bringt nichts. Jetzt kommen sie zu, der Inspektor kommt. Ich bin doch schon ich da. Ich muss jetzt los. Boombox. Ja, was ist denn was für eine Nerfwaffe? Ich muss los, er kommt. Oh mein Gott, oh Gott. Was bringt die Nerfwaffe? Oh mein Gott, ey, da ist SpongeBob! Da ist SpongeBob als Patrick oder sowas. Wo ist SpongeBob als Patrick? Hier, was ist das denn? Hier? Hui! Oh, lang. Oh mein Gott, rüberspringen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Affe. Der Affe ist hinter mir! Nein! Bitte nicht. Hast du SpongeBob eingesammelt? Oh nein, 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 darf er nicht gegenkommen. Oh Gott, hier lang. Oh mein Gott, oh Gott, eine Roboterarmee! Die Roboterarmee! Ich weiß, du musst auf die Roboterarmee aufpassen. Aber ich hätte gerade gerne wieder die Schuhe, muss ich sagen. Oh. Ich hab ein cooles neues Hoverboard, lol. Wie, das neue Hoverboard? Das leuchtet auch richtig krass. Aus diesem geheimen Kasten bekommen? Aus der Kiste, hier fahren jetzt die Züge einfach auf mich zu. Ey, die Kiste respawnt. Ah, der Inspektor! Ich hab die Kiste jetzt auch. Oh mein Gott, ich hab auch ein neues Subway-Boot. Ohne meine Schuhe. Wo bist du? Oh mein Gott, ich bin richtig krass jetzt. Nein, 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 Boah, oh mein Gott, ich bin jetzt hier gerade außen. Hier lang. Was? Hier kommen die ganze Zeit Züge, Kasper. Oh mein Gott, ich kann einen neuen Jake auswählen. Was? Wow, wo muss ich lang? Was? Hilfe! Hilfe! Pass auf, du musst jetzt wieder zurückgehen. Ich habe auch einen neuen Jake. Nein, 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 der Inspektor. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückschaffen. Warte, da ist so eine Düse. Ich bin draufgegangen. Die muss ich mir holen. Er hat sich die geschnappt. Den Bären, da hat er Angst vor. Ja, er hat sich die gerade geschnappt. Nein. Warte mal, wo bist denn du jetzt? Ich hab ein Jetpack. Ah, ich hatte gerade das geheime Jetpack und hab mich geholt. Ich bin jetzt der Hund, der Roboterhund. Ja, das bist du hier, das bist du hier. Komm, okay, komm, wir legen los. Hui. So, hier lang, bam, gar nichts los. Oh mein Gott, hier schön rübergehen, nee, runterspringen. Au! Ah, du bist draufgegangen, wie schlecht. Schlecht, Digga, ich bin hier der übelste Subway-Surfer-Profi. Übertrieben schlecht von dir. Was ist dein Rekord auf dem Handy bei Subway-Surfer? Boah, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe einen Donut. Oh, hier lang. Hä, wofür ist denn der Donut gerade? Aus der Box vielleicht? Irgendwie aus der Mystery Box? Ja, ich habe den Donut aus der Box, aber was bringt der Donut gerade? Ich habe so eine andere, so eine Boombox. Oh mein Gott. Ich frage mich gerade, ob wir da wirklich jetzt umdrehen müssen. Der Inspektor! Oh nein, lauf weg, lauf weg, lauf weg! Ich gebe mein Bestes. Über die Züge. Ich bell gerade schon. Wuff, wuff. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, ich muss surfen. Surfen, weg vom Inspektor, weg surfen. Ja, ich surfe hier auch schon vorweg. An SpongeBob auch vorbei. So, +5, +5. Ich sehe SpongeBob da vorne. Oh, nicht hier gerade. Drüber, ja, oh, der eine ist gerade direkt vor mir draufgegangen, aber der Inspektor ist direkt hinter mir, ne? Oh mein Gott. Ich kriege ihn nicht entkommen. Pass bloß auf. Okay, ich muss irgendwie entkommen von dem, ne?
Hilfe. Ich frage mich, ob wir am Ende wirklich umdrehen müssen oder ob wir da oben rüberspringen können. Weißt, nee, ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal wieder zum Start schaffen. Oh mein Gott, das ist direkt hinter mir jetzt, ne? Okay, ich habe ein neues Surfboard bekommen. Hier ist die Roboterarmee. Und die neuen Dingens. Ja, du bist da vorne, ich habe dich gesehen eben. Siehst du mich? Sieh zu, sieh zu. Oh mein Gott, der Inspektor ist direkt hinter mir. Oh, ich hab warte mal. Du bist da oben drauf, auf den Bäumen gerade. Siehst du mich gerade? Ich seh dich. Ich seh dich, ich seh dich. Wo bist du denn? Oh, die Züge kommen. Bist du hinter mir? Gut, alles gut. Ich bin hinter dir. Du musst runterspringen. Du musst runterspringen. Okay, okay, okay. Ich spring runter. Oh. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Der Inspektor ist so nah hinter mir, Kasper. Nein, der Zug auch. Hey, ich bin kurz vor das Ziel gerade draufgegangen. Durch den Zug. Ja, du musst doch richtig aufpassen. Ich nehme jetzt mal ganz den King. Wow, 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 wow. Ich hab's. Ich bin am Ende. Okay, und jetzt? Ich komme jetzt auch gerade wieder. Ich bin jetzt hier gerade der coole King. Ha, ich bin der Hund. Was? Ich bin der kleine Hund. Oh mein Gott, hier sind gerade mega viele. Okay, ich muss wieder zurücklaufen, glaube ich. Ich laufe als Hund jetzt genau, wieder zurück. Du musst das zurück, auch wieder Skin, schaffen, ne? Oh mein Gott, der Inspektor ist gerade direkt vor mir. Oh mein Gott, darf ich halt nur nicht sehen. Oh, ja, mir so, ich kann mit dem nicht surfen, glaube ich. Ich kann jetzt wieder surfen. Ich bin auch drauf gegangen. Okay, ich muss jetzt ganz kurz hier ein paar Statements setzen. Hier Roblox an die Wand sprühen. Hier an den Zug. Kann ich mir. Ich hole mir jetzt mal den Ninja, der ist schnell und kann richtig gut laufen. Genau, du musst den Ninja haben. Ich hole jetzt mal mit dem King das vielleicht zu schaffen. Das muss irgendwie möglich sein jetzt hier. So, weg da! Haut mal ab hier! Ihr redet hier mit dem King. Oh mein Gott, der ist echt blöd, der King. Der bleibt die ganze Zeit in den Schienen stecken. Ja, meiner. Der ist der Ninja auch. Der ist voll schlecht, der Charakter. Den will ich gar nicht mehr spielen. Der hängt die ganze Zeit fest. Egal, du schaffst es trotzdem. Aber ich hatte den Inspektor direkt vor mir. Der hat gerade den hier ausgelöscht. Ich versuch jetzt mal hier. Au, ich wollte überfahren. Oh mein Gott. Der Inspektor ist direkt hinter mir. Ich nehme jetzt mal den Afro-Bob hier. Kasper, der ist direkt hinter mir, der Inspektor. Lauf weg. Der darf dich nicht berühren. Wenn du dich berührt, dann war's das mit dir. Ich weiß, aber der King, der bleibt überall stecken. Ey, ich hab da gar keinen zweiten Schilder berührt, sag mal. Komm schon, ich brauch's vorhin die geheime Box. Bitte. Bitte, nein, er schnappt sich die geheime Box. Der Inspektor ist direkt hinter mir. Ich brauch die geheime Box. Komm schon. Ich sprühe auch nochmal so. Komm schon. Hier, Roblox, oh mein Gott, ich hab die geheime Box. Yo, ich hab ein richtig krasses Jetpack. Okay, sehr gut. Was ist denn das Jetpack her? Das ist richtig schnell. Nee, das. Ich hab dieses eine Subway Surf Ding gerade bekommen. Das ist voll krass. Aber ich hab gerade das Problem ist. Oh mein Gott, nein. Nein. Wow, hier rüber. Sehr durch. Gut. Oh mein Gott, nein. Ja. Nein, ich wurde geholt. Box? Wieder ein kurz davor. Nein, das glaube ich nicht. Ey, ich will nur dieses Jetpack. Man muss halt dieses Jetpack haben, ne? Wo ist denn das Jetpack? Ich habe es noch nicht einmal gesehen, das Jetpack. Das ist ganz hinten am Ende, wenn du es geschafft hast. Ja, das ist doch nur so ein Hund und so ein Typ, oder nicht? Nein, da ist ein Jetpack. Das musst du einsammeln. Dann hast du das Spiel durchgespielt. Ach lol, warte mal. Ich versuche mir das jetzt mal zu holen. So, Geld sagt nämlich jetzt hier mit. Och nein, ich bin schon wieder draufgegangen. Oh mein Gott, hier sind aber die Schuhe. Die muss ich mir Alter, der Afro-Andi hier, der schafft das jetzt anscheinend hier. So. Ich nehme jetzt auch den Ninja. Ich glaube, der Ninja ist der es schaffen könnte. Der Ninja hängt in den Schienen, den würde ich nicht nehmen. Oh nee, dann nehme ich den Fresh, weil er so fresh ist. Wow. Okay, ey, wo ist die so groß? Wo ist das Jetpack? Hier vorne? Die ist voll groß neben mir gerade. Ich bin jetzt hier am Ende gleich und irgendwie habe ich den Jetpack noch nicht gefunden, ne? Oh mein Gott, ich hab die Schuhe eingesammelt. Ich hab die Schuhe, Kasper, ich hab die jetzt schon. Das könnte echt gut sein. Die hat man immer am Anfang. Hä, wie der? Nein, die hab ich jetzt schon. Oh mein Gott. Hä, die Schuhe hat man immer am Anfang gehabt bisher. Nee. Oh mein Gott, das ist noch eine Kiste. Was ist das denn? Hey, Mann, ey. Ich hab mich voll erschrocken. Der Donut. Ich hab den Donut jetzt schon wieder. Und ich hab zwei Boomboxen. Ich bin fresh mit zwei Boomboxen. Das solltest du sehen, wie das gerade aussieht. Ey, ich bin auch fresh. Ja, sehr gut. Das ist gut, dass gerade ich auch keinen Inspektor gerade vor mir. Was das Ganze ein bisschen safe, leichter macht. Man kann hier gerade gut durchlaufen, muss ich sagen. So, hier kommt schon. Hier außen rumlaufen. Die Schuhe. Oh mein Gott, die sind gerade direkt vor mir aufgegangen. Ich hab die Schuhe sind bei mir weg gerade. Hier, rüberspringen. Ich hab die Schuhe verloren, glaube ich. So. Ja, okay. Gut, ich muss unbedingt das Jetpack jetzt gleich bekommen, Kasper. Wenn ich das Jetpack habe, ist es zu wild. Ja, du musst mir das vielleicht mal zeigen. Ich laufe jetzt gerade wieder um die Ecke. Okay, warte, wenn ich das hab, dann komme ich gleich. Ich muss dann nochmal zurückkommen dann und das Ganze schaffen. Ja, stimmt. So, und hier lang. So, warm rüber hier. Sehr gut. Komm schon, die Kiste. Ja, ich habe die Kiste eingesammelt. Wichtig. Habe ich jetzt das neue Surfboard? Ja, gut, aber da war nicht das Jetpack drinnen, ne? Nein. Das Surfboard, also. Okay. Ich muss jetzt nur die Züge überleben. Da muss ich jetzt hier ganz kurz. Das ist das Schwierigste, finde ich. Oh mein Gott, ich habe einen Trick. Ich bin jetzt hier gerade an der Seite oben. Das heißt, ich kann jetzt hier gleich. Oh mein Gott, die Züge treffen dich gar nicht, oder was? Die treffen mich jetzt gerade gar nicht. Dann sollte ich, glaube ich, das Jetpack bekommen. Sehr gut. Boah, das ist jetzt so krass, wenn ich jetzt das Jetpack bekommen könnte. Das wäre so gut, ne?
rüber hier. Sehr so. Gut. Habe ich auch die Roboterarmee kurz ausweichen. Okay, hier, ich bin jetzt Geheimbox. Hier fast am Ende. Ja, hier ist das Jetpack jetzt gerade. Hast du den Zug schon überlebt? Warte, ja, ich nehme gerade Jack und den Hund jetzt hier. Okay, ich bin jetzt gerade der Hund mit dem Jetpack. Was? 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 Oh mein Gott. Komm mal zu, ich bin hier gerade bei den Zügen. Du musst ich weiß, ich komme gerade zurück. Ich muss ja den Weg nochmal zurück. Ich sehe dich da oben schon. Ich bin mit dem Jetpack unterwegs. Ey, das ist ja voll cool. Hey, ach Mann, was ist denn das? Was machst du denn? Jetzt kommt nochmal instant zurück der Zug, wenn ich den überholt habe. Oh mein Gott, da vorne ist halt auch noch so ein Laden, wo wir hin können, ne? Ey, du musst mich. Komm mal zu mir geflogen, zeig mir mal das Jetpack. Ich kann mir das gar nicht holen. Weil das Ding ist, da ich jetzt das Jetpack habe. Und das jetzt. Warte, ich muss einmal ganz kurz hier außen rumlaufen. Du kannst ja nicht rübergehen. Okay, ich muss es gerade schaffen. Ich muss erstmal ganz kurz zurückfliegen. Und dann kann ich jetzt nämlich gleich zum Laden hingehen. Ja. Was bringt das? Warte. Oh mein Gott, bitte lass mich doch. Ja, okay, jetzt kann ich hier durch. Zeig nochmal dein Jetpack da, dein krasses Jetpack. Was ist das? Hier, vorne nochmal, so. Siehst du mich? Da bist du! Der okay, Mini-Hund ich geh jetzt hier rüber. Jetpack. Jetzt bin ich hier gerade. Ich bin jetzt hier gerade beim neuen Laden oder so. Bei dem Laden. Dahin noch. Oh mein Gott, hier beim Laden kannst du so Dinge kaufen, so Äpfel und sowas. Ich hol mir jetzt auch mal das Jetpack. Ich will es jetzt unbedingt mal haben und. Ey, du brauchst unbedingt das Jetpack. Das ist so cool, ne? Ich kann es hier wieder. Vorne lang. Was? So, bam, ich kann jetzt wieder fliegen. Ich dachte gerade, ich kann nicht mehr fliegen. Ich bin auf einmal zweimal draufgegangen an der gleichen Stelle. Oh mein Gott! Leute, das ist ein geheimer Weg. Was? Ein Geheimgang? Hier ist ein. Warte, wo kann man hier reingehen? Enter. Warte mal. Kasper, hier ist ein geheimer Weg. Ich bin jetzt der Inspektor. Was? Niemals. Ich bin der Inspektor gerade. Niemals bist du der Inspektor. Doch. Veräppelst mich doch, oder was? Ich veräppel dich nicht, aber jetzt habe ich mein Jetpack leider verloren. Als wenn du so ein Easter Egg gefunden hast da. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Ich kann sogar Gassi gehen. Okay, ich muss das hier jetzt nur höher kommen. Ich muss mir jetzt das Jetpack unbedingt auch holen. Ich will mir das auch holen. Das war ja außerhalb der Map da irgendwo, ne? Das Geheimversteck. Und hier ist Talking Tom. Was? Ja. Was? Was ist das denn für Sachen? Okay, warte, ich komme mal ganz kurz mal aus, damit du sehen kannst, was ich meine. Ich hab hier auch den Glitch, den nehme ich hier gerade mal mit hier, ne? Dann können die Züge mich auch nicht killen hier. Ich muss halt irgendwie noch. Oh nein, der geht drauf hier auch vor meinen Augen oder was? Oh mein Gott, der ist voll gut, der ist voll der Pro hier, sag mal. Hey, wie komme ich denn jetzt wieder nach oben jetzt gerade? Ah, ich glaube. Ja. Ey, wo finde ich denn jetzt das Jetpack, sag mal? Guck, Kaspar, guck, ich bin der Inspektor, siehst du mich? Warte mal, ich sehe dich gar nicht. Wo ist denn das Jetpack, sag mal? Ja, ganz hinten. Ganz, ich sehe das da. Ach, da! Leute, das war die ganze Zeit despawned, deswegen habe ich dich gesehen. Ja, ja, und jetzt, ich bin jetzt einfach der Inspektor jetzt gerade. Ich hab's! Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott, ist es wieder weg? Richtig cool, ey, ich bin der Inspektor. Jetzt hab ich's! Wo ich bist du? Ich seh dich! Ich seh dich! Wo denn? Wo denn? Hey, nein, 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 nicht draufgehen! Wo denn? Nein, 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 oh, ich bin als Inspektor draufgegangen. Nein. Yo, was geht ab, Kaspar? Es schneit! Pass auf, die Wolken kommen! Pass auf, pass auf! Oh Gott, oh Gott! Du musst immer ausweichen und Mr. Koala ist dabei! Aber bei Mr. Koala siehst du ihn hier bei mir? Müssen wir uns noch mehr Wolken holen oder nicht? Nein. Doch. Ach so, wir müssen die berühren? Ja, ja. Oh mein Gott, wir sind gerade Team Rot gegen Team Blau. Oh mein Gott, du hast recht. Warte mal, jetzt hier stellen. Du sollst das schon mal gespielt haben? Du warst eigentlich schon. Ich hab das noch nie gespielt, hab doch gar nicht gesagt. So, guck mal jetzt hier. Zack. Dann oh das. Mein Gott, wer kriegt hier mehr Wolken? Nein, die Wolke. Oh, die machen meine rote wieder blau, hey! Ich weiß gar nicht, die können das. Nein, das wird jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Ja, ja, die machen das. Alter, die machen das die ganze Zeit. Blau. Was? Was soll das denn? Hey, hört mal auf. Ich dachte, ich war die ganze Zeit so dicke Arbeit. Ich auch. So, hier, rot. Ey, die macht alles blau. Ich war alles rot jetzt hier gerade. Ja, sehr gut. Ja, rot noch geworden. Rot. Rot, nein, die sind alles blau, rot, Alter. Ich habe nicht einen rot bekommen. Ja, ich hole jetzt alle gerade rot. Sie ist weg. Rot, ja, endlich. Okay, wir haben das blaue Team gewinnt. Oh mein Gott, wir haben übelst verlost. Was? 45 zu 19, wir haben gerade mal 19 Wolken rot gehabt. Aber das Ding ist ja, es ist nicht so schlimm. Wegen dir. Du wusstest nicht, dass wir die einsammeln sollen. Ja und, du wusstest gar nicht. Das Ding ist nicht so schlimm, Kasper, denn wir haben heute 15 verschiedene Minigames. Auf die wir heute richtig wild spielen werden. So Schlachtschiffgefecht. Ey, guck mal, das nächste heißt auch Schlachtschiffgefecht. Also, dass du Schiffe versenken wahrscheinlich, ne? Genau, also man kann. Und das Ding ist, ich habe noch so ein eigenes Haus, so eine kleine Babyschildkröte. Ja, ich habe Mr. Koala, guck ihn dir an. Jetzt sieht voll böse aus. Okay, jetzt haben wir Team Blau. Ich spiele gegen USS-Suppe. Ja, ich bin hier hinten. USS-Kasper. Oh mein Gott, du bist Team Blau, ich bin Team Rot. Wir machen euch so platt jetzt. Aber jetzt bist du fertig gemacht, das hier. Pew. Oh mein Gott, das ist ja voll. Man ist ja voll langsam hier. Pew. Oh mein Gott, treffe ich da vorne einen Stein? Kann ich auch steuern? Feuer!
Oh mein Gott, man muss echt... Aber nur ganz langsam, du kannst mal ganz langsam steuern. Alter, das ist ja echt, das ist ja echt voll komisch, voll ungewohnt. Oh nein, ich glaube, ich kämpfe jetzt hier vorne gegen einen oder sowas. Bam, 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 bam. Weg hier mit der Anzeige. Ey, das brennt schon, das eine Boot hier, das habe ich gleich, das habe ich gleich. Jetzt habe ich Zula. Boom, treffe ich, treffe ich? Ich habe, glaube ich, getroffen. Das bleibt stehen, das Boot. Ja, das wird treffen, komm schon. Das Boot bleibt stehen. Das Boot bleibt stehen, warte. Alter, eine Mut geschossen. Treffe ich noch? Backboard! Alter, ich hab noch einen richtig krass getroffen. Ich hab einen richtig krass getroffen. Jetzt nochmal. Nochmal treffen. Ich hab, er geht unter. Ich hab ihn. Oh. Ich hab ihn gekillt. Ja. Nein, es ist jetzt 2 gegen 4 oder so. Und der nächste geht auch runter. Ja. Hectoro. So, jetzt hol ich euch. Attacko. Gar nichts machst du. Attacko. Oh mein Gott, der feuert hier aber ganz schlecht Attacko. Vorbei. Oh mein Gott, ich brenn auch schon. Ja, 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 jetzt hol ich dich. Bam, 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 jetzt hol ich dich, Kaspar. Oh mein Gott, er ist untergegangen. Ja, nur noch 2 von euch. Oh nein, nur einer. Nur noch einer von euch. Nein, nur noch ich. Nur ich. Nur noch du. Boom, pass auf jetzt hier auf dich. Jetzt wird's Ärger geben. Oh nein. Oh nein. Nein, oh mein Gott, du bist zu schlecht. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Bam, 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 bam. Ja. Komm schon. Oh mein Gott, na komm, na komm, na komm. Zack, boom. Nein, das kann doch nicht angehen. Ey, es ist wirklich 3 gegen 1, ne? Jetzt aber. Ey, ich schieß zu weit oder so. Oh, oh. Oh Gott, die Kugeln fliegen! Oh mein Gott, ich hab richtig Schaden gemacht gerade bei ihm. Alter, jetzt gibt's Ärger, jetzt gibt's Ärger. Jetzt nochmal, auf ihn! Jo, ich hab einen zerstört! Nein! Ich hab einen zerstört! Jetzt sofort auf den, Wolf gehen. Auf den Wolf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt aber hier Schaden machen, komm schon. Ja! Nein, 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 nein. Nein, ich hab was ausgewählt. Das wirst du verlieren! Das verlierst du! Ja! Da verlierst du, boom! Nicht schlecht, sagt er! Nein! Hä? Das blaue Team gewinnt. Ja. Was? Ja. Hä, wie habt ihr gewonnen? Ich hab fürs blaue Team gesaved. Ich hab dich, weil ich dich Digga, überall einer mehr hast. Ihr habt alle gesehen. Schreibt in die Kommentare. Hashtag rot. Aber ich hatte mein Leben. Rot. Ich hatte mein Leben. Ah. Der Crusher. Oha. Es hört sich aber auch krass an, das Spiel. Das ist auch echt so eine hydraulische Presse oder sowas, ne? Ab 3 geht's hier in den Crusher. Runter, runter. Nein, hier oben, hier oben, hier oben. Wir müssen immer sozusagen, das ist wie sozusagen, er kommt von oben. Es ist wie ein Parcours jetzt. Ah, wir müssen jetzt die Löcher in der Decke finden. Schnell! Was denn jetzt? Oh mein Gott, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh mein Gott, wir müssen die Löcher auf dem Boden finden. Nein, nicht darunter, Mensch! Wie nicht darunter? Über die Räder musst du! Du musst über die Räder ins nächste Loch! Okay, warte. Ich komm, also du müsst jetzt hier so ein Räderparcours laufen, oder was? Ja, 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 und der Crusher kommt, der wird immer schneller. Du wirst immer schneller, du musst langsam ein bisschen zusehen. Ich wurde gecrushed. Ich wurde gecrushed beim Sprung. Das kann doch nicht sein. Na toll, aber egal, ich bin jetzt hier besser. Ja, du bist ganz vorne, du bist erste Reihe direkt. Lavine. Hä, wie unfair, ich bin zweite. Okay, ich geh hinter dir, Durch! Rein, so, und durch, los, durch, Alter! Alle nach unten, ey, warum sind die? Ey, die sind viel weiter unten als ich. Oh mein Gott, ich bin letzter. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, die sind viel weiter. Nein, rein ins Rennen jetzt, ja, so. Wow! Hä? Ah, du warst oben drauf gerade. Ich war oben drauf gerade, ne? Okay, ich schnapp jetzt hier. Oh, hier nach unten. Ja, okay. Oh mein Gott. Es war nicht schlecht. Na, also, das schafft ja jeder. Das schafft ja jeder. Warte, jetzt noch immer noch 20 Minuten. Also ich glaube, es hat jeder gewonnen. Ich hätte sogar nochmal schaffen können, so leicht war das. Ich habe einen neuen Titel erhalten, talentiert. Ne? Was? Ja, was? Ich bin talentiert. Ist so, ich hab's gut. Frag mal den Koala-Bären, ob der es ist. Und, Koali, bin ich talentiert? Nein. Was war das denn? So redet der gar nicht. So guckt er aber. Also, Kaspar, wir müssen jetzt hier diese Adler zählen, die jetzt anscheinend vorbeikommen, hast du gesagt? Oh, yes. Und die Wölfe nicht, ne? Okay, das heißt, du musst die Leertaste dabei drücken. Oh Gott. Ja, also ist immer ein Adler. Okay. Denk dran, wenn du einmal Leertaste zu viel gedrückt hast, dann du kannst Leertaste nicht rückgängig machen, ne? Okay. Nicht noch mitzählen. Wir gucken mal, wer am Ende richtig liegt. Na gut, okay. Jetzt Ich bin bei 5. Wo bist du? Ich bin schon bei 6 jetzt gerade. 6? Ich habe jetzt gerade 6 Adler gezählt. So, ich habe 9, ja. Deswegen alles entspannt. Ich habe jetzt schon 12 Adler. Was? Da war doch gar keiner. Hast du ein blindes Auge oder was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe schon 12 Adler gefunden. Ja, ich glaube, du flunkerst ein bisschen, oder? Ich flunker kein bisschen. Also ich bin ganz wenig am Flunkern, muss ich sagen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin jetzt gerade bei 10, so. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Alter. Okay. Wie viel hast du, Sachan? Ja. Nein! Ich hab 20, wie viel hast du denn? 19. Ah! Hä?
Oh mein Gott. Wie schlecht bist du? Ich sag dir vorher noch, du musst Adler zählen. Ja, hab ich doch auch. Am Ende kamen auf einmal 50 Stück auf einem Fleck. Ja, es kamen 5 Stück. Es kamen 5 Stück übereinander. Nein, es kamen voll Alter, viele. Alter, wie schlecht bist du? Egal, ich mach dir so jetzt fertig beim Orbit-Schnapper, ja? Gar also nichts. Immer noch kein ich weiß Problem. Gar nicht, wie das Spiel geht. Orbit-Schnapper? Ich schnapp dir den Orbit weg. Das mach ich. Ey. Oh, okay. Oh, ich sag dir eine einzige Sache. Lass dich nicht vom Kran schnappen. Welcher muss Kran? Ich nicht sagen. Oh Gott. Welcher Kran? Okay. Welcher Kran? Okay, gut zu wissen. Oh Gott. Und der andere Spieler kann ihn kontrollieren. Er hat gekontrolliert. Ey, der Kran will zu mir. Oh mein Gott, ich bin voll schnell. Ey, drehen. Oh. Andere Richtung. Oh mein Gott. Alter, andere Richtung. Hinter mir hat er dem das Leben genommen. Alter, Digga, das ganz der knapp Kran. Drauf. Hau ab jetzt hier. Andere Richtung. Ja, so halten, so halten. Oh. Er kommt. Haut ab. Nein, haut ab, fest. Haut ab. Aha. Oh, oh Gott, der Kran. Oh ey, das ist ja voll schlecht, der Typ. Er schnappt wieder zu. Der ist ja mega oh Gott, Kaspar. Oh nein. Kaspar. Nein. Alter. Oh mein Gott, ja, er fährt weiter. Yo, er hat dich einfach gerade gerettet oder so. So, war ja, so ein Ding Mann, war das ja, gerade, ja, ne? Der ist ja, oh mein Gott. Oh, ey, der schubst voll. Ey, da hat er bis jetzt überhaupt schon eingegriffen? Alter, der schubst voll. Ich glaube, der hat noch gar keinen gegriffen oder oh so, oh mein ne? Gott. Doch, doch, der greift die ganze Zeit. Alter. Wow. Oh. Ey, ich wurde gegriffen, das kann doch nicht sein. Mr. Koala und ich sind rausgeflogen. Mann, Alter, ey, ich wurde so rum die Schleudern und da wurde nur ich gegriffen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, selbst schon, ich hatte doch gesagt, talentiert passt zu mir, aber nicht zu dir. Du bist auch rausgeflogen, wie soll man das überhaupt schaffen? Ja, weiß ich auch nicht, das war so schnell auf einmal. Ja, deswegen einmal los. Ja. Deswegen ja. Das war mega schwer, ja. Hallo. Das war mega schwer, glaub ja. mir, guck dir das Video hier an. Ja. Das war schwer. Oh Gott, in 8 Sekunden mit der Kontrolle des Spinners Beginn vermeide es zu verbrennen. Okay. Wie sollen wir das dann wissen? Wo bist du überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Hier, ich bin neben dir. Alter. Dir. Wow. Alter. Mitlaufen. Kann man auch springen? Kann man auch springen? Ja, kann man auch. Kannst auch rüberspringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Rüberspringen. Was ist das gewesen? Rüberspringen. Was ist das gerade gewesen von dem? Oh mein Gott. Da kam so Schleim aus der... Ich bin tot. Aua. Du bist Mann. Ja schlecht. Ey, das fand ich aber schwer. Hä, das ist nicht? Doch voll einfach. Ich laufe die ganze Zeit. Ey, die Ansicht? Die fand ich mega schwer. Die Ansicht ist ja noch das Leichteste. Hey, andersrum wäre es ja schwierig. So, Mann. Kurze Ziel. Guck mal, er kriegt mich nicht. Er will mich die ganze Zeit bekommen. Was kann er vergessen? Das kann er vergessen, Leute. Mich wird er nicht bekommen. Mich wird er nicht. Oh, oh. Oh, oh, oh. Doch nicht. Alles gut. Alles gut. Mach hier kurz dein komisches Ding. Noch 10 Sekunden, Leute. Hab ich's. Ah! Oh, ich hab's berührt. Oh, alles gut, Freunde. 5 Sekunden haben wir es jetzt hier. Es wird direkt schon mal besser 2, als Kaspar. 1 und easy. Was für besser gute als Kaspar? Arbeit. Was soll das denn heißen? Er sagt, gute Arbeit. Digga, wer hat eben verloren? Wer ist eben aus dem Kran ja, genommen worden? Und wer schafft es nicht mal von oben rauf zu gucken und dann über wer kann, zu wer ist so alt und kann nicht mal zählen? Ja? Wer kann nicht mal zählen? Das biete ich nicht. Muss ich nichts mehr zu sagen? Nee. Muss ich nichts mehr zu sagen? Nein. Teamgeistertest? Okay, Teamgeistest. Also, hoffentlich sind wir im Keimteam zusammen. Wieso? Ach komm, sei doch nicht so. Ich meinte es doch nicht so. Komm, Entschuldigung. Erreiche die Mitte von dem anderen Team. Die Mitte? Oh Gott, ich bin oh Team Gott, Blau. Ich sehe mich schon. Ich bin Team Rot. Es geht los. Und los! Abfahrt! Oh mein Gott. Rüber hier. So viele ineinander, ich sehe das gar nicht. Ja, ich sehe auch gar nichts. Ich bin Erster. Wo ist denn die Mitte? Wo lang? Oh mein Gott. Hier lang, oder was? Hä, wo soll man lang gehen? Hä, hier lang? Ey, die geht drauf hier alle. Ja. Ah, hier muss man lang gehen. Und jetzt? Hier? Ey! Oh mein Gott, hier ist so eine Plattform. Die fährt nach oben und unten. Ja, rauf, alle rauf! Ich seh's gerade. Und hier geht die Obby weiter. Bei mir sind voll viele oben. Und jetzt haben wir auf den Knopf gedrückt. Was müssen wir jetzt machen? Okay. Nochmal auf den Knopf. Lol, das ist... Da muss man... Ich weiß, was so. Das ist. Man muss ein bisschen mitdenken. Schnell, Plattform, nein! Nochmal auf den Knopf drücken. Aber was für einen Knopf denn drücken? Ja, du musst zu rechts und links musst du weiterlaufen. Dann musst du dahin, damit du nach oben kannst und auf den Knopf drücken kannst. Okay, ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt. Und jetzt? Okay. Hier, welche Wand? Nächste Wand. Was bringt das jetzt? Drück auf den Knopf drauf! Was bringt das jetzt? Du musst auf zwei Knöpfe drücken. Insgesamt auf einen, dann nochmal auf einen. Ich kann aber nicht auf den ja, drauf drücken. Ja, unsere Wand ist auf! Wir kommen zur Mitte! Hey! Ja, ihr seid so schlecht, Alter. Du bist ja übelst lost. Hey, ich weiß gar nicht, wo ich... Du checkst ja gar nicht. Stimmt, die Wand ist auch auf. Die Wand ist auch auf. Ja, du musst auf zwei Knöpfe drücken. Okay, warte, dann schreibe ich das jetzt. Ich laufe jetzt weiter. Hoppa. Oh Gott. Okay, wo muss ich jetzt wieder lang? Auf Knöpfe. Da ist ein Knopf, der ist doch grün. Ich
gehe schon mal auf oh den mein Gott, hier das schaffen und nicht draufgehen dabei. Wir werden euch sowas von holen jetzt. Nein, niemand. Hier lächerlich. An den Cuttern vorbei. Ganz lächerlich. An den Cuttern. So eine Trapptreppe. Okay, ich habe den Knopf hier gedrückt. Ich habe den Knopf gedrückt. Auch. So, die kann man Teamarbeit machen, da. Die kann man weggehen. Ich habe den doch schon gedrückt, den Knopf. Oh Gott, drück drauf da jetzt, Mann, da drüben, sag mal. Keiner mach von mal. Mir läuft. Ich muss alles alleine machen. Ich meine auch nicht. Oh oh. Hey, lol, wie unkorrekt. Ich auch von mir keiner. Ich muss auch alleine machen. So, oh Gott, das ist schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin wieder ganz am Anfang. Ey. Oh mein Gott, was? Bist du runtergefallen? Ja, ja, aber ich habe schon einen Knopf gedrückt. Aber heißt, ich schaffe es. Ich drück auf drauf hier. Zack. Drauf was? Gedrückt. Was? Du bist bei mir. Fast. Nein! Aha, ja. Aber ich habe aufgemacht, oh mein Gott, die hat auch aufgemacht. Die hat aufgemacht. Ich bin bei der Mitte gleich. Ich muss jetzt hier. Nein, noch 7 Sekunden. 6. Nein. Nein, ich bin los, jetzt mein hier Team bei dir. Ist so schlecht. Ich habe alles alleine gemacht. Ich bin jetzt hier bei dir. Nein. Ich habe 4. Oh Mann. Ey, du hast Zeit überschritten. Das kann nicht sein, ey. Ich habe 4 Knöpfe alleine gedrückt, Digga. Die haben gar nichts gemacht. Abfahrt jetzt hier. Pass auf. Oh mein Gott. Oh Gott. Yo, was ist das jetzt? Bomben. Oh. Was ist das? Was ist das? In 55 Sekunden steht der unteren wieder still. Bleib am Leben. Oh oh. Okay. Also immer passieren anscheinend krasse Sachen mit oh, dem Boden. Oh, Kaspar. Hier passieren echt ganz verrückte Dinge. Oh, oh, jetzt kommt eine Bombe. Oh, Gott, Alter, das schaffen wir aber, ne? Sollte eigentlich klar gehen, safe, dass wir das Ganze jetzt überleben. Hier lang, so. Hier kommen drüben noch ein paar mehr Explosionen, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Oh mein Gott, ganz, rüber, ganz vorsichtig sein. Du musst ganz oh mein Gott, es wird immer krasser sein und immer voller auch, ne? Ich weiß. Das ist ganz. Und ey, jetzt gehen sogar Sachen schon weg. Alter, das Haus hier von dem einen ist runtergefallen. Oh mein Gott! Ich stand da einfach gerade. Oh mein Gott! Ah! Oh mein was? Gott, Alter. Ich bin hier oben drauf! Was passiert mit dir? Hilfe! Die Bomben, Gaspar, die Bomben! Nein! Alles gut! Ey, was sind geht so viele hier Bomben ab? Gerade? Noch 8 Sekunden. Es sind so viele Bomben gerade. Schildkröte, die lebt noch bei mir, also alles ist gut. Ja, Koali! Alles Dr. ist entspannt, Koala. Solange der noch lebt. Dr. Koala. Du hast Level 4 erreicht. Ja! 4. Ich bin Minigamer jetzt schon, ne? Alter, welches Level bist du? Wo sieht man das? Ich bin Minigamer. Ich bin Level 8. Jetzt haben wir Kampf der Schlösser. Ich hoffe, wir sind jetzt gegeneinander im Team, damit ich dich fertig machen kann. Oh, Alter, was? Okay, sagen wir finales Battle? 10 Euro ich der Gewinner? Ich mach dich fertig. 10, komm, mach Wette jetzt. Okay. Okay. Wir sind in einem Team. Na toll. Egal, wenn wir es gewinnen, kriegen wir von uns 10 Euro. Ja, das bringt ja gar nicht, wenn ich 10 Euro gebe und du mir nicht. Wir sind das gegnerische Team. Denkst du, das Tor geht auf? Ja. Und Angriff! Attacke! Denk mal, du hast nur ein Leben. Bam, 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 bam. Lass erstmal die anderen ein bisschen kämpfen. Oh Gott, die gehen alle auf uns direkt. Oh, nein. Lass uns auch auf den eingehen. Oh mein Gott. Hier, auf den. Zack! Zack! Oh mein Gott! Hä, der hat irgendwas gekauft für Robux. Er hat uns voll vernichtet. Er hat Pops genommen. Beide. Und Blau hat gewonnen. Bleide. Meine 10 Euro. Meine 10 Euro. Mann. Ey, Kaspar, yo, guck mal, da ist ein mega großes Glas. Ein riesiges Glas. Boah, und noch das wird größer jetzt gefüllt. Geworden. Mit was denn? Alter. Da, mit Haselnüssen. Eiern und Haselnüsse und Spiegeleiern, was? Alter, was glaubst du? Okay, warte, lass mal ein kleines Spiel ausmachen, okay? Was glaubst du, wie viele Haselnüsse sind in diesem Glas drin? Ey, das ist so viel jetzt gerade, ne? Was? Das fühlt sich übertrieben voll. Es wird immer mehr noch. Warte mal, ich zähl einfach. 1, 2, 3. Ich zähl's auch. Das dauert ja ewig, bis ich das gezählt habe. Ey, Alter, wie viel kommt da noch rein? Oh mein Gott, okay, jetzt das war's. Aber er sagt okay, nur Haselnüsse, nicht die Spiegeleier, ne? Okay, was glaubst du, wie viele sind da drin? Sag ich nicht. Ich schreibe das auf. Muss es nämlich aufschreiben. Okay, du musst unten reinschreiben. Okay, ich habe eine Vermutung, ich weiß aber nicht, ob die richtig ist. Ich habe jetzt gerade eine Zahl aufgeschrieben. Mal gucken, ob ich recht was du sagen wirst. Ich habe 650. Was hast du? So wenig? 900. Oh mein Gott! Oh, Nein! Oh, ja, der war am nächsten dran. Ey, ich hätte gedacht, das wäre vielleicht sogar über 1000 gewesen, weil das da so lange war. Ja, so viel war das nicht. So aber guck nicht mal, ich sehe gerade, du warst. Ich war Platz 4. Ah, du warst über mir. Schade! Ey, der eine hat einfach Müll gemacht. Achso, weil. Aber wir können auch selber das Glas vollfüllen. Das stimmt, ist ja mega. Wir haben so ein geheimes Power-Up sich auch gerade. Das kaufen wir auch später, ne? Weil mit diesen oh Gott. Coins. Was ist das denn jetzt? Oh, da kommt was Neues? Alter! Diamanten! Guck mal, wie viele kommen? 1, 2, 3, 4, 5 Stück im Durchschnitt. 5 Stück auf einmal oder 4 Stück auf einmal? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott. 12. Okay. Ich schätze. Ich habe, glaube ich, eine krasse Rechnung. Ich habe auch eine krasse Rechnung. Es waren ungefähr 5 Stück die Sekunde und sie sind ungefähr 18 Sekunden runtergefallen. Ich habe jetzt das heißt, auch eine krasse Vermutung und zwar. Okay, ich habe meine Zahl aufgeschrieben. Was hast du genommen? 371. Ich habe 102. Was?
Was? Was? Wie komme ich auf 102? Kommst du auf 102? Ey, was? Der hat fast genau gemacht. Ey, wie kommst du auf 102? Oh mein Gott. Ja, mein Gott, ich dachte, die Diamanten wären ein bisschen größer, ey. Okay, warte mal. Ich bin auch voll schlecht gewesen, ne? Da hat jemand auch 100 gesagt. Und jemand hat auch 877 gesagt. Ey, welche haben auch 500 und so? Ist voll gut gewesen. Aber ich war noch ein bisschen zu weit unten. Ich habe so ein bisschen überlegt. Ja, so wir müssen besser werden. Ich kann auch ungefähr die Größe nicht ganz einschätzen. Aber das Ding ist, Leute, ihr könnt auf jeden Fall auch mitschätzen. Und er schreibt am besten einfach. Macht das. Oh mein Gott. Bevor das auf den Boden geht, die Sachen in die Kommentare, Leute. Das heißt, jetzt müsst ihr auch quasi live mitraten. Also immer in die Kommentare schreiben. Ja, immer reinschreiben, wie viele drin sind. Ey, das sind so viele Lollis. Aber wo ist das früher aufgehört? Boah, ja, es hat ziemlich früh aufgehört. Ich weiß genau die Zahl. Ich weiß genau die Zahl. Ey, wenn das jetzt richtig ist. Und zwar... Was macht denn meiner hier? Ja. Der fliegt hier irgendwo hin. Wieso, was machst du? Der hört nicht mehr auf. Der ist nicht okay, mehr auf, ich habe jetzt meine Zahl aufgeschrieben. Was hast du aufgeschrieben? 378. Ich habe 388. Oh. Du hast 388, so 10 mehr als ich. Oh, was? Ey, das ist doch jemand wieder näher dran, oder? Mann. Ja, 423. Ey, Pinkpot. Hey, die ist ja richtig crazy einfach unterwegs. Warum hat die das so krass geraten? Ey? Naja, du bist auch nicht so schlecht. Ich bin so weit unten? Ey, was denkst du? Ich stell dir vor, ihr bist der Erste. Deine Mutung war weg von 47 Grad, Mann. Ne? Ich war eigentlich voll nah dran. Wo stand das mit, wie weit aber du weg pass warst? Auf, jetzt das zähle ich. Das Glas ist kleiner. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 20. Okay, ich hab's, glaube ich auch. Ich hab's, muss kurz ausrechnen. Okay, ich hab's. Ey, der läuft schon wieder irgendwo hin. Ich hab die Zahl, ich hab jetzt die Zahl. Das ist genau die Anzahl der Würfel. So, nochmal geändert. Genau die Anzahl, Kaspar. Oh, und ich habe 399 gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe 420 gemacht. Nein. Bisschen mehr. Alter, was? Wie nah ist die denn dran? Was? Wie gut ist die? Hä? Aber was können wir mit den irgendwie mit oder so? Kann man irgendwie die Coins so richtig krass Dingsen noch holen? Gute Frage, ich weiß auch nicht genau. Also 399 habe ich eben geraten. Aber wir können das nächste Item ändern. Mit Münzen. Ah, lol. Und auch das Portal. Ach, so wir können das auch nachher, dass jemand da reinspuckt. Dinos! Dinos! Oh Gott, das ist ein ganz. Dinos! Alter, ganz oh viele mein Gott, Augen jetzt hier, ne? Augen. Oh nein. Okay, also ich glaube, meine Rechnungen, die sind alle falsch. Man muss das irgendwie abschätzen. Irgendwie. Man muss, glaube ich, echt sehr gut. Pass auf, ich habe jetzt eine Idee. 1, 2, 3. Ich finde jetzt die geheime Lösung raus. Und Leute, ich bin mal gespannt, wie krass ihr mitraten könnt, ne? Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich stelle mich jetzt mal daneben und bemisst das an meiner Größe. Okay, ich habe jetzt hier... Ey, die gucken sogar die ganze Zeit an. So, ich gucke jetzt mal genau rein und ich weiß jetzt, dass wir genau diese Anzahl haben. Okay, ich sag euch. Hast du aufgeschrieben? Ich sag, was es ist. Ey, das ist, glaube ich, viel zu viel, was ich gemacht habe. Wieso, was hast du eingeschrieben? Was hast du eingegeben? Ich habe einfach 777. Ich habe 487. Nein. Oh, nein. Ich bin viel zu weit weg. Oh, was? Schade, was? Ihr fast auf. Ich frage mich, was passiert, wenn jemand genau die richtige Zahl auswählt? Boah, ne? Das wäre auch krass, ne? Das wäre auch sehr, sehr krass. Hey, jemand hat 96 geraten. 600. Alter. Was ist denn das Hidden Power-Up? Achso, das sind nur andere Spiele von denen. Ah, okay. Also, ich weiß nicht genau, wir müssen besser werden. Das geht hier so nicht. Oh, mein Gott, guck mal, das habe ich ausgewählt, die Stofftiere. Ehrlich? Ja. Das ist voll schwer mit den Dingern. Oh, das sind viele. Das sind richtig viele. Ja, glaubst du vielleicht, ne? Ich hab hier genau die. Das ist die Zahl. Ich hab die Zahl. Ich hab jetzt auch meine Zahl. Ich hab das im Blut. Ich hab das im Blut gerade. Ich hab's jetzt genau auf die Zahl. Nein, ich glaub, du hast die nicht. Ich hab es genau auf die richtige Zahl, genau. Ich sag um 10 unterschiedlich. Ehrlich? Es sind nämlich 563. Ich hab 456. Das sind mehr. Was? Was? Was für 280? Ey, krass, 312. Aber das Ding ist, dass es manchmal täuscht, dass das Glas so dick ist und dann nur so wenig rausgewinkt wird. Ja, ich checke. Wird, ne? Aber die Glasbreite bleibt gleich, ne? Voll gut nah dran. Was ist das denn hier? Achso, der Glasfüller. Guck mal, du kannst sogar den Füller kaufen, ne, wie das da reinkommt. Ich habe noch nicht genug Münzen, glaube ich. Doch, ich könnte jetzt Kiste machen. Aber ich will nachher so Necronomicon oder sowas. Oder Inferno von so richtig krassen Monster. Oh Gott, ein UFO. Das UFO. Was ist das denn? Papierflieger. Oh mein Gott, das ist ja richtig schwer jetzt. Sind viele. Das sind richtig viele. Boah. Okay. Es ist gar nicht so krass viel. Nee, es ist nicht so krass viel, aber ich habe hier eine Vermutung. Ja, und ich glaube, die ist es auch. Ich habe meine Zahl eingetippt. Ich auch. Bist du ready? Und ich habe hier nämlich noch einen Beleg liegen und genau da steht die Zahl auch drauf. Wie viele Papierflieger denkst du denn, sind da drin? 749.
Ich habe 432. Dann sage ich 549 noch kurz umgeändert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 549! Oh mein Gott! Ich habe die besten Schätze gemacht! Wie krass knapp du warst! Ich habe auch mitgezählt. Wie, du hast mitgezählt? Alter, man kriegt richtig viele Münzen. Ist das denn mitgezählt? Ey, ich war einfach der Nächste, der am nächsten dran war, ne? Nicht schlecht. Ja gut, okay, hast du dir verdient. Hast du dir verdient, ja. Ich habe jetzt 7 Münzen, ich kann jetzt gleich eine richtig krasse Füllung kaufen, ne? Oh mein Gott, der spuckt 3. Die Augen schon wieder. Der spuckt ganz viele Augen rein, ne? Okay, ich muss ein bisschen mitzählen. Ja. Einschätzen. Das sind nicht so viele. Alter, wie viele kommen da noch? Das sind nicht so viele. Nee, das sind nicht so viele. Ja, du sagst nicht so viele? Ich weiß die genaue Zahl übrigens. Dann sag sie mal. Das sage ich dir nicht, weil sonst machst du mich nach. Gar nicht. Okay. Und zwar ist die genaue Zahl. Ja. 812. Nee, 394. Oh mein Gott, ich lieg so daneben. Alter, du bist ja ganz weit vorbei gewesen. Ja, du hast 394, ich bin näher dran als du. Ja, was? Wie, gar nicht. Ja, okay, guck mal so in der Leaderboard. Ja, wo bin ich? Da. Über dir. Mann, aber auch nur. Ja, Mann, ey. Digga, der eine hat 5. Der eine hat 3. Digga, der zählt er an seiner Hand ab oder was? Ja, Mann, der wusste sie ganz leer nicht mitgekommen. Ey, das hat er echt. Oh Gott, ey, da siehst du 1, 2. Nein, was passiert jetzt? Das heilige Buch. Was ist das denn? Wow, Kürbisse oder was? Mein Gott. Die Gräber und Skelette. Die greifen uns an. Hä? Oh Gott, die tanzen, ja. Ich dachte, Alter, wie viel kommt da jetzt gerade? Wie voll wird das noch? Hey, das ist... Alter, da kommt so viel, Kaspar. Ah, jetzt hat er aber ein bisschen früher aufgehört als gedacht. Ich weiß aber, wie viel das sind. Ja? Weiß, wie viel das sind. Ja. Wie viel sind denn das, ja? Das sage ich dir jetzt nicht. Ich weiß auf den Punkt genau, wie viel das sind. Ich habe, glaube ich, gerade Punkte verloren. Das heißt, wenn du zu weit entfernt bist, verlierst du Punkte, ne? Ich weiß jetzt die genaue Zahl. Wie sieht es bei dir aus? Soll ich dir sagen? Soll ich dir meine sagen? Nee, ich sag meine zuerst. Meines? 752. Hast du gesagt? 750. Oh mein Gott, die Teufelszahl. Ein daneben. 666. Alter, ein daneben. Aber ich frage mich, was passiert, wenn jemand genau das Richtige trifft? Ich bin schon wieder über dir. Warst du eigentlich schon niemals näher dran als ich? Natürlich, einmal oder zweimal war ich das. Zählen, Kaspar. Mann, Alter, das ist auch schwer. Das ist nicht ganz so easy abzuschätzen. Na gut, wenn du so machst, dann mache ich das, als nächstes. Ich habe gleich genug Geld für die krasse Füllung. Oh Gott. Da bin ich mal gespannt. Silvester, Bleistifte. Oh mein Gott, da kommen ja so viele gerade. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oh, ich muss das kurz ausrechnen am Rechner hier. Okay, warte. Ich hab ein gutes Gefühl. Brain Power. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab alles durchgescannt. Ich hab's auch. Und zwar habe ich die Zahl. Ja. 699. Niemals. Ich hab 407. Oh! Oh mein Gott, du Maschine! Oh mein Gott! Nein! Alter, du Maschine! Ey, wie hast du das denn ausgerechnet? Ey, die eine hat einfach 0 gemacht und ist ganz oben. Aber Lina erzählt trotzdem. Ich hab 407, da war ich auf übelst weit von weg. 7. Okay, also hier will er jetzt wieder verwirren. Jetzt macht er nämlich dieses Spiegelei rein. Ja, damit man nicht genau sieht. Und du musst nämlich nur auf die Bohnen drauf achten. Und diese Bohnen, die sind ganz, ganz gefährlich, Kaspar. Das werden richtig viele, das sehe ich jetzt schon. Oh ja, wenn er jetzt nicht gleich aufhört, dann sind das richtig, richtig viele. Das werden richtig, richtig viele. Oh, oder? Ja. Das Ding ist, mir fehlen noch 40 Coins, um das richtig krasse Ding zu holen. Oh, und das sind auf jeden Fall 467. Nee, das sind mehr. Oh nein. Oh mein Gott, ich hab 738. Alter. Nein. Der ist ein davon entfernt. Hä, das waren so viele? Ja, das waren richtig, hast du nicht gesehen, das waren richtig viele. Ich war 300 weg. Ich bin fast ganz unten. Ich bin Vorvorletzter. Ja. Hä, aber ich glaube, ich will jetzt mal jemanden sehen, der da absolut drauf geht. Mir fehlen noch 30 Münzen, um das Krasseste zu kaufen, Kaspar. Ja, weil du so schlecht jetzt redest auf einmal. Da hast du halt selbst Schuld. Ich hab einmal jetzt daneben geraten, ne? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lollis. Oh. Okay, das sind... Ja. Weißt du was? Ich probiere jetzt Double or Nothing. Double or Nothing. Oh. Okay.
Das ist definitiv... Ich habe meine Zahl ausgewählt. Ich auch. Ich weiß zwar nicht, wie es bei dir aussieht. Und ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, Leute. Aber, Kaspar. Ich hab hier... Nenn mich jetzt den genauen Hitter. 387! 651. 600? Oh, Mann. Mach mal die Augen auf. Mann, Alter, das sah doch so viel aus. Warte, ich sammle erstmal ganz kurz hier plus 10, weil mir fehlen nur noch 20 ich Münzen. Auch, oh mein Mann. Gott, ich habe 1000 Münzen. Was? Okay, warte mal, ich hole mir die nächste Füllung. So, weil ich kann das nächste Item kann ich halt... Das habe ich mir geholt hier. Man kann auch Frucht haben. Oder ich habe dich gekauft. Ich habe dich gekauft als nächstes Item. Wie, als nächstes Item? Da jetzt, hey, guck hin. Hey, das bin ich ja. Hä? Ja! Spinnen! Ich habe Spinnen gekauft. Oh mein Gott, das ist aber nicht so viel, ne? Boah, das werden trotzdem viele. 156! Oh, wie schlecht bist du! Wie schlecht bist du? Hä, du hast 651, du bist gerade nur 2 über mir. Ja, mein Gott, aber ich war trotzdem nur 200 Punkte mehr dran. Okay, pass auf, ich kaufe jetzt hier die nächste Füllung. Und zwar den Inferno. Oh. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Alter! Oh, er röstet das Popcorn! Das hat 1000 Münzen jetzt gekostet, Kaspar. Alter, wie krass der aussieht! Und das ganze Popcorn jetzt hier reingepoppt wird. Ui. Ich glaube, ich bin mit meiner Zahl hier nicht schlecht. Ach, du hast jetzt schon eine Zahl ausgewählt? Ja, ich glaube, ich bin mit der nicht schlecht. Wie hast du das denn jetzt schon gemacht? Ich hab irgendwie gerade einen Blick dafür gehabt. Ich weiß auch nicht. Irgendwas, okay, weißt du, was jetzt funktioniert? Was meine denn? Genaue Zahl. Ach so, so wie eben und davor, oder? Nella! Genau, ich habe das eingetippt. Das ist die gerade das? Finale Zahl. Wer jetzt näher dran ist, hat das Ganze gewonnen. Okay. 786. 651. 651! 6! Oh. Nein! Wer ist jetzt näher dran? Wer ist näher dran von uns beiden? Ah! Nein! Ja, Leute! Nein. So geht das nämlich! Ey, aber auch... Guten Morgen, Kinder! Danke, dass ihr mit zu unserer Exkursion zum Krankenhaus kommt! Ja! Aber ganz, ganz wichtig! Bitte benehmt euch heute! Es wird nämlich ein sehr, sehr lustiger Tag! Okay, natürlich! Kein Problem, das wird mega lustig! Das wird so viel Spaß machen! Anscheinend werden wir heute Patienten helfen! Yo! Das hier ist das Krankenhaus! Sieht ja mega cool aus! Wir sind da, Kinder! Bitte geht rein, um dem Arzt zu helfen, okay? Ja, machen wir auf jeden Fall! Kein Problem! Jo, hört sich doch ganz gut an, ne? Okay, Kaspar, wir müssen uns auf jeden Fall ordentlich benehmen. Reingehen und den Doktor treffen. Ja, und dann können wir anscheinend ihm helfen mit den Patienten. Guck heute mal, ist anscheinend richtig viel los. Oh mein Gott, du musst ja hier hin, Alter, was? Willkommen zu Chains Hospital, stand da auch gerade. Hallo Kinder, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin der Arzt. Ja, ich werde euch heute eine kleine Tour von dem Krankenhaus zeigen. Es wird eine Menge Spaß machen. Ey, ich wollte schon immer mal hinter die Kulissen gucken in einem Krankenhaus. Ja, ich auch. Wie so operiert wird und so, weißt du, ist doch richtig cool. Aber was machen wir als erstes, hat die Frage, ne? Willkommen in unserem Röntgenraum. Ey, wie cool. Bitte nimm Platz und dann werden wir unser Experiment beginnen. Ja, okay, dann setz uns hier mal hin. Ich setze mich mal neben dich. Ja, cool. Warte mal, sieht man von hier überhaupt ganz gut? Ja, man doch. Man kann ganz gut. Was ist denn das da vorne? Ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Hä, so ein Röntgengerät? Da kannst du sehen, ob jemand sich was gebrochen hat und so. Ja, okay, na gut. Jetzt, Kinder, wählt jemand aus, der unser Test dafür sein soll. Ah, wie schnell. Ich hab da jemanden ausgewählt. Ich hab da auch jemanden ausgewählt. Oh, ich bin mal gespannt, wer es jetzt wird. Hoffentlich haben sie dich genommen, ne? Ich hoffe, sie haben dich genommen. Ach, ja! Nein, Mano! Herzlichen Glückwunsch, ich bin Brox. Du wirst als unser Testwaffe sein. Wir werden jetzt mit dem Einschalten der Röntgenmaschine beginnen. Ja, du hast eben doch gesagt, du würdest sowas, hast du was noch nie gemacht oder gesehen. Ist ne? Und deswegen, Mann, deswegen ist es jetzt mal gut. Das ist, keine Sorge, es tut auch nicht weh, von daher alles in Ordnung. Ja, als ob das nicht weh tut. Ich werde sie wahrscheinlich weggeputzt. Es ist nur ein Röntgengerät. Es funktioniert. Oh mein Gott. Ey, was? Brox! Ich muss mich jetzt hier respawnen. Als wenn du gestorben bist. Was sagt der Arzt? Ohne Spaß. Er sagt Doktor.
wo sind unsere Freunde hin, sagt hier gerade die eine. Und jetzt überlegt der Arzt gerade, alles gut, denen geht's gut. Ich glaube, dem geht's gut. Er hat sich nur in ein Wiederheilungszentrum teleportiert. Stimmt das? Also hast du da irgendwie so ein Zentrum gesehen oder sowas? Nein, der lügt euch alle an, Leute, was? Ohne Spaß. Wie, der lügt? Der lügt echt wie gedruckt, ohne Spaß. Ich war ja irgendwo anders, ganz, ganz komisch. Los, lass uns mit unserer Tour fortfahren. Schnell! Wir müssen Bandagen finden! Schnell, sonst ja! Sonst können wir hier nicht helfen! Oh mein Gott, Verbände und sowas, ne? Aber keine Sorge, wir haben hier eine Menge Leute, die uns helfen können, etwas zu finden! Dafür sind wir also gekommen, Leute! Kinder, wir haben einen Notfall! Wir haben keine Verbände mehr! Was ist denn? Okay, Hilfe! Ja, wo finden wir die Bandagen? Wir brauchen eure Hilfe, um mehr zu finden! Sucht nach 10 Bandagen! Soll die hier irgendwo rumliegen, oder was? Anscheinend schon! Hier, ich sehe direkt eine! Ich habe eine! Ich sehe die sogar durch die Wände sogar! Ich auch! Hier, das ist aber Pflaster, das ist doch keine... So kein Verband, das ist ein Pflaster. Also. Da ist noch eine. Hier unten geht es noch runter. Oh, hier ist auch noch eine, sehe ich gerade. Ne? Ey, jetzt hast du mich wieder geschnappt. Okay, jetzt haben wir sogar schon 7 von 10 gefunden, sehe ich gerade. Ne? Drei Stück nur noch über. Hier sind auch noch Bandagen. Wir können einfach was Gutes tun hier sogar, ne? Also, nicht schlecht. Ich weiß. Guck mal, hier nochmal schön. Zack. Und eine fehlt nur noch. Die ist hier vorne. Ja, und da bei der bin ich jetzt hier. Und zack. Ja, das war's. Gute Arbeit, Kinder. Ihr habt sie alle gefunden. Ich glaube, ich will Arzt werden. Ja. Ich glaube, das hört sich doch ganz cool an, oder? Jetzt können wir unsere Tour fortsetzen. Okay, was machen wir jetzt? Hier? Wo sind wir denn jetzt? Guck mal, Insanasylium. Was soll das denn sein? Das ist echt verrückt. Unsere nächste Tür ist das Insane Asylum. Um wirklich zu fühlen, wie es ist, in einem zu sein, sind wir in einem drin. Also betretet das Irrenhaus. Das Irrenhaus heißt Alter, das. Alter, was? Eine Gummizelle hier. Oh mein Gott. Wie kuschelig weiß sich das anfühlt hier überall. Und da ist so ein Psycho. Ja, aber stell dir vor, du bist hier drin in so einer Gummizelle. Psycho. Guck mal, der ist nicht nur in der Gummizelle, der ist in einer Zelle in der Gummizelle, ne? Anscheinend ist der Typ so verrückt hier, der Psycho. Ja, dann muss der wirklich komplett krank sein. Macht euch keine Sorgen um den Patienten in der Ecke, der ist nämlich sehr freundlich. Er sieht aber nicht freundlich aus. Ich werde gleich zurück sein. Hallo, Freunde. Ich bin sehr freundlich. Ich glaube, 1337. Also, ich glaube, dem geht's gar nicht gut, der ehrlich gesagt. Der sieht echt ein bisschen gruselig aus, ne? Der redet auch wie so ein komischer Typi. Also, als hätte der irgendwie einen an der Klatsche oder so. Ist so. Der Doktor sagte, ihr habt Essen mitgebracht. Oha, welches Essen denn? Dich! Was? Was ist mit dem denn los? Der will uns essen. Ist so, ich will uns nicht aufessen oder sowas. Aber, lauf! Was? Oh mein Gott, hol die Baseballschläger raus! Hey, der will uns futtern! Der war doch gerade in der Zelle drin! Was ist jetzt los? Raus hier, komm! Geht doch nicht, dann ist doch hier eingesperrt! Ja, hat doch mal abgeschlossen! Mach auf! Oh mein Gott! Der geht nur auf mich! Nein, der geht auf alle, aber er geht nur auf die Hässlichen zuerst! Gar nicht! Unkorrekt, ey, was soll das denn? Guck, siehst du, der geht nur auf mich! Der läuft nämlich gar nicht bei mir! Der verfolgt nur mich! Ja, ich weiß, der hat doch gerade schon gesagt, warum! Lauf, ey Mann, der will mal abhauen! Lauf, jetzt geht auf dich! Jetzt geht auf dich, pass auf! 3, 2, 1! Ja! Ey! Oh mein Gott, das wird gar nicht gut ausgehen. Alter, guck mal, ich brauche hier gar nichts machen, ich stehe hier einfach nur die ganze Zeit und der kommt trotzdem. Ja, ey, guck mal, das Ding ist, der Soul verfolgt mich immer, ne? Wie schlecht, oh mein Gott! Jetzt geht er auf dich! Jetzt lock ich ihn auf dich! Der ist schon wieder hinter dir, ne? Ich lock ihn auf dich! Ich kann sogar stehen bleiben. Ich kann sogar. Aua! Hä? Was? Oh mein Gott! Nee, immer noch nicht. Was sind all diese Geräusche hier? Was ist passiert? Als wenn sie es nicht gesehen haben! Doktor. Der Psycho hat versucht, uns zu fressen! Haben Sie keine Kameras hier? Kann nicht sein. Ey, mein Gott, da ist er! Aber das ist unmöglich. Er ist in diesem Raum eingesperrt. Ja, unmöglich anscheinend nicht! Hallo? Ist das so? Vielleicht seid ihr auch einfach nur hungrig und stellt euch irgendwelche Dinge vor. Lasst uns fortfahren. Ich vertraue dem Arzt irgendwie nicht, Kaspar. Irgendwas, also guck mal, eben mit dem Psycho auch, ja? Das war ganz, ganz komisch. Ich weiß. Anscheinend machen wir jetzt auch eine Mittagspause oder so, ne? Kinder, hallo! Was geht ab? Komm, ihr kriegt erstmal einen Burger und danach geht die Tour weiter. Okay, dann nicht schlecht. Okay, ja, passt. Dann, wo haben wir denn den Burger? Guck mal hier, ja, der ist ja riesig. Aber sieht ein bisschen grün aus, ne? Ich esse ihn jetzt trotzdem mal. Aber er schmeckt. Er schmeckt sehr gut. Der ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich, da war doch irgendwas drin, oder nicht? Also, ist halt echt so. Ich habe aber ich fühle mich auf einmal ein bisschen... Oh. Ja.
Also boah, mir geht's eigentlich ganz gut. Mir ist eigentlich. Nee, ich habe ein ganz komisches Gefühl auf einmal. Sicher? Ich weiß auch nicht genau. Was ist das? Oh mein Gott, guck mal hier. So ein grünes Leuchten an der Tür? Ja, was bedeutet das? Gute Frage. Aber der Tochter hat gesagt, der Tochter sag ich schon, der Doktor hat ja gesagt, wir sollen hier bleiben, ne? Wir wollen auf jeden Fall nicht weggehen, hat er gesagt, ne? Ja, okay. Gut, komm, Alter, lass uns durchziehen hier. Ist so, mal gucken. Was ist das für ein grünes Licht jetzt hier, frage ich mich. Oh mein Gott. Guck mal, so mumifizierte Leute hier oder so. Das sieht ja echt ver... Oh nein. Oh mein Gott. Das sieht richtig verrückt aus, ne? Ganz, ganz komisch. Was passiert hier auf einmal? Das sieht echt nicht gut aus. Was passiert hier? Oh, also so, guck mal, hier ist sogar eine Mumie. Siehst du die hier? Hier drin, ja. Das ist doch illegaler Menschentest oder so. Ja, das könnte auch sein. Okay, lass mal in den Hauptlaborraum rein. Ja, mal gucken. Ich wusste, dass dieser Arzt einfach nichts Gutes im Schilde führt. Oh ja, du hast recht. Ihr Kinder, ihr hört einfach nicht zu. Ich wollte das nicht machen, aber jetzt lässt ihr mir keine Wahl. Was? Was meinen Sie damit? Ich glaube, er will uns umbringen, Kaspar. Wir erzählen der Polizei davon. Alles der Polizei sagen, ja? Nur wenn ihr entkommen könnt. Oh nein, Kaspar. Will der uns hier gefangen halten? Was passiert jetzt hier? Was? Krankenschwester, holt sie. Oh nein. Was? Hallo. Du brauchst eine Spritze. Hilfe. Oh nein. Die eine ist gestolpert. Oh Gott. Schnell hier. Jetzt. Schnell, hau die am Boden. Ich hau die kaputt hier. Au. Ja, besiegt. Ich hab die erste. Hier, die nächste, mich, zack. Die beißt mich. Ja. Oh mein Gott. Was? Das war's? Wichtig. Kann nicht alles gewesen sein. Nein. Oh, da, guck mal, die Keykarte. Schlüsselkarte im Raum brauchen wir. Ah, aber wo könnte die sein? Hier vorne in der Küche. Ich hab sie doch. Ich hab sie. Nimm mal mit hier, nimm mit. Und aufgemacht. Oh, sehr schön. Raus hier. Okay, lass schnell rausgehen. Hier vorne. Was ist da vorne? So Was ist da vorne? Oh, Hane, so eine Laser hier. Stimmt. Oh, um Gottes Willen. Das sieht gar nicht gut aus. Okay. Ich hab Angst, dass ich da drauf gehe. Ich hab auch Angst, aber wir müssen jetzt hier da durch. Wir werden nachher locker noch mehr Krankenschwester kommen, ne? Ja, safe. Dann deswegen los geht's. Oh Gott. Oh Gott, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh mein Gott, nein. Du Idi. Okay, jetzt eins zur Zeit. Ich bin draufgegangen. Hä? Natürlich. Ich hab's gar nicht berührt bei mir. Hey, du bist gesprungen. Muss auch hier 19 Mal laufen. Ey, Mano, jetzt warte ich hier hinten schon auf euch. Komm mal ran hier. Und oh mein Gott, was sind wir jetzt hier? Müssen wir durch den Lüftungsschacht jetzt gleich durch? Oder müssen wir gleich durchgehen? Nee, safe nicht, oder? Hier müssen wir, du bist auch safe hier durch diese Tür, oder? Mal gucken. Guck mal, es hat keiner geschafft, außer er hier noch. Und er geht hier schon den Lüftungsschacht hoch. Wir haben das gerade geschafft. Oh mein Gott. Nein. Der Alarm ist an, wir haben nicht viel Zeit. Ja, sie haben ihn angemacht. Hier ist die Leiter, wir müssen jetzt hier schnell durchgehen und uns verstecken. Komm schon, Kaspar. Okay. Oh nein, schnell nach oben hier, zack, so. Was ist da oben jetzt hier? Schnell versteck dich jetzt hier irgendwo. Hier, oh mein Gott, Ausgang. Ja. Der wollte gerade schon vorbeilaufen, was? Wir haben den Ausgang, aber wir hätten noch mehrere Wege finden können, sehe ich gerade. Oh nein, wie schnell wir den gerade gefunden haben, aber guck mal. Es gibt da zwei Löcher, ne? Löcher. Da müssen wir auf die andere Seite kommen irgendwie. Und da müssen wir uns auch entscheiden, für das richtige links oder rechts. Was? Ich spring jetzt auch hier gerade drüber. Easy peasy. Oh Gott, Ey, was glaubst du, links oder rechts ist Lüftungsschachtloch? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube. Hey, Mann! Du bist echt richtig schlecht. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin abgerutscht. Ja, was für heute? Du bist seit. Keine Ahnung, bist da richtig schlecht? Gar nicht. Ich bin doch klar, ich bin doch da. Okay, so. Jetzt schnell. Ich sag rechts. Oh mein Gott, welcher ist es? Ich überlege gerade. Oh nein. Ne? Nein, die finale Wahl. Letzte Wahl. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Okay, raus gucken, bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Was der eine jetzt gleich sagt, ich bin gespannt. 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links. Es ist links. Oh mein Gott. Es ist links. Hallo. Es ist gar nicht. Also links war das Ergebnis. Rechts, Nein! Rechts war falsch. Ich bin draufgegangen. Ja, rechts war falsch. Ich wusste doch, dass es links war. Nein. Aber guck mal, der Doktor in der Zwischenzeit, wir sind zwar als Geister unterwegs, aber der Doktor wurde festgenommen. Du hast recht. Wir haben anscheinend eine Nachricht rausgeschickt. Und wir können dann sogar noch aussehen als Geister, was da für eine Strafe bekommen soll. Ein Jahr ins Gefängnis für immer. Ja. Für immer. Ey, ich kann nicht auswählen. Ich habe für immer ausgewählt, jetzt. Ja, okay. Alter, oh mein Gott. Ey. Guck mal, wie sauer der aussieht. Der sieht echt richtig sauer aus, ne? Aber wir haben es geschafft, Kaspar. Ja, Mann, ab in den Knast mit ihm.
Hey, Kasper! Oh, bin ich so klein? Wo sind wir? Wieso bin ich? Guck mal hier, du kannst dich auch hinstellen, sag mal, dann bist du nicht mehr klein. Okay, guck mal, guck mal hier. Wir beide. Wir haben 14 Sekunden hier rauszukommen, ich mach mal schnell hier irgendwas, warte mal. Jetzt als drücken. Ich hab gedrückt. Hier. Wir sind im Hotel. Oh, wir sind in so einem. Ja, pass auf, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht lange immer rumchillen. Du hast keinen immer... Hals. Du auch nicht. Ey, wo ist dein Hals? Du auch hin? Nicht. Hast du wo ist dein Hals hin? Zu Hause, ja? Wir müssen hier immer rauskommen und wir sind in so einem Geheimhotel. Guck mal hier, das ist Tür Nummer 1. Okay, und da sieht es so aus. Oh, wir brauchen. Als würde man einen Schlüssel brauchen. Okay, also hier sind anscheinend hier, guck mal. Das ist noch ganz. Ich hab ihn schon. Wie, guck mal, das wo ist denn? Ganz easy. Die war hier vorne am Schlüsselbrett. Da muss man die jetzt hier reinmachen und dann war es das. Hallo, ist hier jemand? Nee, da kommt keiner mehr. Ich gehe jetzt weiter. Hallo, ich möchte was bestellen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall immer gucken, wo es weitergeht. Es wird von Level zu Level. Ich kann mich verstecken. Schwieriger. Was ist das? Ich habe mich gerade versteckt in so einem Schrank. Ui, da bin ich. Das ist ja richtig cool. Ja, und ich glaube, in irgendeinem dieser Schränke müsste eigentlich was drin sein, hätte ich jetzt gedacht. Oder wie soll es da sicher? Weitergehen? Also hier ist jetzt kein Schloss dran. Da hier steht... Ja. Oh, hier ist kein Schloss. Raum Nummer 2. Okay, wir haben jetzt hier durchlaufen? Viele... Bilder. Ganz viele Gemälde. Also jetzt gehen wir von Tür zu Tür. Sind wir schon bei Tür Nummer 3? Hä, jetzt anscheinend schon Level Nummer 3. Okay, aber also müssen ich hier weiß nicht entkommen. Genau. Ist es auf jeden Fall die Mission. Ja, ja, genau. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt hier der Sinn ist. Hier, guck mal, es geht nur nach 4, oder? Ja, also müssen anscheinend bis zur letzten Tür kommen. Also hier ist auch nichts mehr drin. Hey, wo bist du? Wo bin ich? Ja, du bist hier drin. Aha. Ich wusste es. Hast du mich gesehen. Okay. Aber guck mal, hier ist eine Kamera da oben. Die leuchtet jetzt auf einmal. Siehst du das da oben? So ein Licht? Keine Kamera. Das ist irgend so ein Licht, dass wir jetzt da sind oder sowas. Ne? Es regnet voll draußen. Das ist echt voll. Aber ich muss sagen, die Grafik sieht auf jeden Fall echt krass aus. Oh, was ist das denn? Chill mal kurz. Rückzug. Ich bin gestorben. Was hast du gemacht? Bist du auch gestorben? Wir sind wegen der Augen gestorben. Ja, 3 zu Ruhe. Okay, also wir dürfen anscheinend den nicht angucken. Gut zu wissen. Oh, nicht hingucken. Okay, das heißt, wir müssen außen rumgehen jetzt bei dem. Ja, hier, komm schnell. Ich gehe außen rum. Oh mein Gott. Er sagt so, letzte Chance, sich anzugucken. Okay. So, nicht angucken, Kasper. Kann man die Tür wieder zumachen irgendwie? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Okay, dann lass weitergehen hier. Hier ist was. Oh, ein Feuerzeug war hier drin. War das hier drin? Sturmfeuerzeug. Hier ist auch irgendwas. Ich kann es auch nicht nehmen. Aber das kann man nicht aufsammeln. Okay, das Feuerzeug brauchen wir vielleicht später nochmal. Hier hat es geflackert. Alter! Das Feuerzeug können wir später noch gebrauchen. Nein, komm was! Nein, warte! Ja. Hey, was war das denn? Alter! Was hast du denn gemacht, sag mal? Gar nichts, da kam auf einmal irgendwas. Oh Digga, aber wir zu langsam sind. Ich hab gesagt, wir müssen schneller durchziehen. Na gut, okay. Alles klar, Kasper. Wir sind wieder da. Oh ja, wir sind zurück. Aber mach mal auf jetzt. Wo das kommt Ding das, wo ist, wir nicht hingucken dürfen? Es sieht alles eben jetzt anders aus, ne? Bedeutet, ist alles anders. Level Nummer 9 schon hier. Hier ist was. Ich kann es noch nicht einsammeln. Jetzt nicht, dass du wieder irgendwas aktivierst da. Ich aktiviere nichts, keine Sorge. Und guck schön nach hinten. Wir müssen halt echt aufpassen. Das heißt ja dort nicht ohne Enden, nicht ohne Grunddoors, also Türen. Also wenn der hinter uns kommt, müssen wir ganz schnell in so ein Dings rein. In den Schrank rein. Deswegen würde ich sagen, immer Tür für Tür langsam nach vorne gehen, ne? Und alles ist unterschiedlich. Alles ist unterschiedlich. Oh Gott. Oha, wo sind wir denn jetzt? Was mag ich ganz und gar nicht. Sind schon bei der Tür Nummer 10. Ja. Er kommt. Oh, er kommt. Rein, rein. Nein. Oh, ich hab's! Hast du's auch? Oh mein Gott, Alter, ich hab's so gehört, wie laut der war. Können wir raus? Ich weiß nicht. Ich geh raus. Ist dunkel, ist mega dunkel. Lass weiterlaufen. Komm raus. Oh mein Gott. Komm, wir laufen weiter. Oha. Oh mein Gott, wir haben jetzt kein Licht, wir brauchen eine Taschenlampe. Mach mal an, den Hier, Lichtschalter, hier, zack. Ja, Lichtschalter? War ein Schalter für irgendwas. Lass gucken, wofür der war. Ich will gerade nicht wissen, was für ein Schalter. Ey, das Ding, ich hab doch gesagt, wir müssen uns verstecken. Ich hab nur so Geräusche gehört, auf einmal wurde das mega laut. Ja, und da hab ich es gerade so gesehen. Hier geht's lang. Okay, dann gehen wir jetzt schon rein. Hier ist ein Lüft, hier ist ein Aufzug. Ehrlich? Oder sowas. Nee, warte, irgendein Raum. Nee, okay, wieder Raum. Licht, hier ist wieder Licht. Alles gut. Okay, lass mal gucken, ob wir Taschenlampen finden. Ey, wir müssen, wir müssen echt aufpassen. Wenn wir das Geräusch hören, wissen wir, dass der gleich kommt. Was ist das denn jetzt? Hä? Das Ding ist, wir müssen dann natürlich auch... Lüftungsschacht! Oh nein. Oh mein Gott, der ist komplett dunkel, Bro. Oh mein Gott, der ist komm. Warte mal. Du gehst vor. Hier irgendwo noch, gibt's hier eine Taschenlampe oder sowas irgendwo? Na gut, ich geh vor, aber ich guck nach hinten. Kasper! Ja? Nein, wir ich können. Hab Angst. Hier ist Licht. Alles entspannt. Ja. Aber hier sind keine Schränke, wo wir uns verstecken könnten zur Not. Deswegen müssen wir jetzt schnell. Aber ich glaube, der kommt nicht so schnell wieder. Ich glaube, der kommt richtig schnell wieder. Nein, wir hatten ja eben auch das Auge. Oh nein, siehst du das? Ja. Oben ist die Lampe wieder. Wir müssen irgendwie eine Taschenlampe finden oder irgendwie sowas. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Taschenlampe, falls wir nochmal so dunkle Räume und so haben. Hä? Der Raum ist doch genau gleich. Okay, ich durchsuche jetzt hier mal. Bleistifte. Das brauchen wir nicht. Mach dich ready, wir müssen gleich laufen wahrscheinlich. Ja, du hast irgendwas, oder? Du hast es eingesammelt. Okay, das waren 100 Goldmünzen. Was bringen mir die? Ich glaube. Keine Ahnung, nicht sonderlich viel. Er kommt gleich. Lass mal hier kurz nochmal die Schublade. Nein, ich glaube, du machst so viel. Er kommt! Er kommt! Nein!
Mann, ey, wie hältst du mir den holen sollen? You die to rush again. Ah, oh, Mann, ey. Boah, wo bin, jetzt bin ich ganz woanders. Wieso? Wo bin ich denn jetzt? Wo bist du? Voll dunkel. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Wo bist du? Hä? Ich bin hier. Du bist jetzt woanders gespawnt. Hier ist ein Bett. Warte mal. Hier sind ganz viele Goldmünzen. Hä, bist du in einem dunklen Raum? Nee, ja, geh mal raus im dunklen Raum. Siehst du da einen Ausgang? Warte, 17? Hier war gerade ein dunkler Raum. Das ist 18. Ah, hier, hinter dir. Ich bin bei der 19. Yeah. Okay, sehr gut, sehr gut. Kann man auch sprinten? Schreck mich mal nicht. Guck mal, hier sind ganz viele Räume. LOL. Und hier sind überall Sachen. Okay, alles mitnehmen. Okay, hier sind ganz viele Schränke. Ja. Alles schön aufnehmen, hier die ganzen Münzen. Ich will mir das Bett verstecken. Okay, also du sagst, wenn die Lichter flackern, dann kommt der, oder was? Ja, eher so, wenn wir Lichter über der Tür haben. Ah, okay. Ich mache hier echt jede Schublade. Aber ich kann gerade nichts mehr machen, ne? Der kam zu schnell. Ich kann auch nichts machen. Also, ja, hier sind nochmal Münzen. Haben wir noch irgendwas? Nö, gar nichts. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin in einen Raum rein hier. Ich laufe die ganze Zeit alle Türen einmal durch. Ich bin hinter dir. So, also lass mich mal ganz kurz nochmal durchgucken. Hier warst du schon drin? Ja, okay. Wo bist du denn? Hä? Nee, da war ich noch nicht drin. Ich war noch nicht drin. Hier? Okay. Dann lass aber weiterlaufen. Oh, nee, hier ist ein Schloss. Ah. Ja, wir müssen schon Schlüssel finden. Aber hier. Münzen. Wir brauchen einen Schlüssel. Ja! Sehr gut. Okay, dann lass uns. Mach auf hier. Komm, lass weitergehen. Lass weiter. Okay. Also, okay. Du hast gesagt, das Licht über der Tür sagt irgendwas aus. Also, ob das genau. Monster wenn kommt das Licht nicht. Oben angeht, und jetzt ist, glaube ich, kein Licht, was angeht, dann geht. Oh, jetzt das Licht an. Oh nein. Ich glaube, er kommt gleich. Was ist das denn? Sarg oder was? Was? Ich habe ein Feuerzeug gefunden für Licht. Ja. Oha. Wichtig, wichtig, wichtig. Oha. Vielleicht will ich noch glaube, eins. Ich glaube, ja. Es sind andere. Ich glaube, wir müssen auf die Lampen achten. Okay. Das ist das nämlich. Wenn wir auf Lampen achten. Oh, das verbraucht. Das ist schon fast verbraucht, sehe ich gerade. Okay, das kann man also anscheinend nur ein Stück. Ah, hier liegt auch noch irgendwas. Noch ein Schlüssel. Mhm. Wir brauchen einen Schlüssel hier. Hier, für die nächste. Ich habe nur einen Schlüssel. Warum einen? Ja, sehr gut. Mach auf hier. Okay. Der wird jetzt aber kommen. Der wird aber danach kommen. Deswegen schnell Schrank suchen. Okay. So, aufmachen. Alles jetzt. Klar. Oh mein Gott! Dort, was war das denn? Warum gekippt? Ja, der Schrank hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier durchgehen, ne? Hier durchcrouchen. Stimmt. Nee, wir müssen hier reingehen. Ah, hier. Ey, lass mich schnell irgendwas suchen, nicht, dass er jetzt kommt. Wenn der jetzt kommt, dann sind wir aufgeschmissen. Ich weiß. Lass hier. Hier müssen wir lang, jetzt müssen wir hier durch. Ach da. Und geht jetzt wieder. Ja, das Licht geht an. Ich glaube, es geht jeder. Er kommt! Nein. Er kommt! Nein. Ist sicher? Ja, ich bin sicher! Ich habe doch gerade so in der letzten Sekunde das Feuerzeug rausgeholt. Er muss kommen, es wurde dunkel. Er muss kommen. Bist du raus gerade? Ja, ich musste Luft holen. Ich habe Feuerzeug. Oh siehst du mich? Oh mein Gott, ja, ich sehe dich. Dann lass weiterlaufen. Hä? Hier, die Tür. Aber die jetzt blaue. Sind die Lichter ausgegangen. Alter! Kuss mal da raus! Oh mein Gott! Komm rein hier! Komm mal hier in den anderen Schrank gegenüber! Schnell, das kommt zurück! Das kommt zurück, das Ding! Was war das? Keine Ahnung, es hat mir Leben abgezogen. Ich bin fast tot! Ich bin fast tot, Digga! Unwitziges Spiel! Echt unwitzig! Ich lauf weiter! Hast du das gehört? Ah! Hey, Hilfe, ich bin fast tot, Kaspar! Lauf weiter! Ich bin fast tot! Ich auch! Ich bin wanted! Ich bin wanted! Was ist das? Nein! Hier ist was! Nein! Hier ist irgendwas! Nein! Warte! Wo können wir denn verstecken? Lösung suchen! Hier ist keine Lösung! Nein! Das ist eine Sackgasse, oder? Nein! Der kommt! Nein! Ich bin tot! Nein! Mann! Er hat mich! Letzter Versuch! Öffnen. Ich bin wieder hinter dir, Kaspar. Ja, und ich habe mir was gekauft. Und zwar siehst du es in meinen Händen? Kann man das sehen? Und so habe ich mir hier so ein Dietrich-Set gekauft. Dietrich, und damit kann ich zweimal das Schloss öffnen, wenn da irgendwer jetzt kommen sollte. Das ist auf jeden Fall praktisch. Man muss auf jeden Fall nur aufpassen auf dieses blöde Monster, was einen immer verfolgt. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir rushen direkt mal durch, oder? Wollen wir direkt durchziehen? Ich überlege gerade, wie kann man am besten... Ja, wir springen auf jeden Fall durch. Wie kann man am besten auf die Lichter drauf achten? Fangen die Lichter sollen das vorher sagen. Also, guck mal, jetzt ist leuchtet schon rot, jetzt leuchtet orange. Das ist auch immer so. Was heißt das? Nee, ist immer so. Wenn du die Tür aufmachst, das ganze Ding orange. Ja. Hier ist nichts drin. Irgendwas muss das ja sagen, also... Hast du gerade die Tür aufgemacht? Nee, du? Nein. Ich glaube, die geht automatisch auf, wenn man in die Nähe kommt, glaube ich. Sicher? Warte mal, hier, ja, ich glaube ja. Warte mal, das ist doch hier dieses Level, das kennen wir doch schon, die Tür hier, oder nicht? Ja, hier können wir den Hebel drücken. Ja, zieh mal am Hebel, warte, hier, genau, ich zieh mal am Hebel, zack. Und jetzt können wir hier vorne lang, ne? Ja, jetzt glaube ich hier wieder Licht. Jetzt können wir hier lang gehen. Genau. Jetzt haben wir hier. Alter, Junge. Ja. Hier geht's weiter. Sehr gut. Oh Gott, das ist auch immer nicht ohne, ne? Also die Lichter, guck mal, jetzt sind hier keine Lichter mehr. Doch, da. Doch, das geht immer orange. Oh Gott. Okay, könnten wir uns wenigstens gut verstecken, wenn er kommt. Der wird auch locker gleich kommen. Wir müssen einmal kurz auf ihn warten. Weißt du? Ich glaube, wir müssen ab und zu auch mal so aufmachen und dann so safe aber sein, weißt du? Wir müssen einfach kurz hinten zu den Türen gucken, wenn er kommt, direkt hier rein. Also ich überlege gerade, ob wir irgendwas sehen an den Lichtern und sowas, weil du müsstest eigentlich... Weißt du was, du kannst ja wie so ein Angsthase da rumstehen, ich lauf weiter. Na gut. Das dauert mir zu lange. Okay, dann laufe ich halt mit. Da ist was! Ja.
dann sterben wir jetzt halt zu zweit. Ich bin so erschrocken, Alter. Was war das auf einmal, Alter? Ich hab mich so erschrocken auf einmal. Auf einmal war da irgendwas ganz hohes. Aber ich frag mich, wo ist das Ding mit dem Auge hin? Der kommt. Oder? Ja. Der kommt. Ich bin. Ich auch. Oh mein Gott. Alter, ist vorbeigezogen. Ist weg. Ist weg, sicher? Ja, raus. Wegen der Luft. Ja, er hat sich die Tür aufgemacht auch. Oha. Ja. Alter. Junge, was war das für ein krasses Vieh auf einmal, Bro? Aber der kommt einfach aus dem Nichts, also man kann nicht wissen. Ja, man hört es so leicht rauschen und dann musst du dir sofort was suchen. Also musst du die ganze Zeit. Der kommt random. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, was ist das denn? Oh mein Gott. Bro, was ist denn das? Ich kann nicht in den Keller. Digga, das kann ich nicht spielen, Bro. Ich mein's nicht übel, Bro. Lass mal Stopp machen. Ich kann das auch nicht spielen. Abmoderation, komm, Abmord, komm. So was Dunkles kann ich. Ich hab's dir anders überlegt, Bro. Komm, Bro, mach. Das klopft! Mach du jetzt! Das hat geklopft! Ich weiß. Was, Bro? Nein, jetzt kann nichts Spaß. Ich hab mich getraut. Ich hab mich getraut. Ja, okay. Hey! Was war das gerade? Da war doch was! Da war so ein Alien-Monster oder sowas hinter mir, so ein kleines. Oh mein Gott, versteck, sofort schnell verstecken. Bro, jetzt hat mir aber kein Leben abgezogen. So ein kleiner Thaddäus oder sowas war da. Digga, so eine Qualle oder so. Oder nee, doch nicht. Das sah gerade so aus. Okay. Digga, da kam so eine. Ich bin reingegangen. Auf einmal kam da eine Qualle oder so. Ja. Ich glaube, das Monster kommt gleich wieder. Wir müssen jetzt hier schnell kurz zu. Bist du ready sein? Hier ist ein Schrank für mich sonst. Ja. Aber kein Schrank. Ja, nee, ist keiner für dich. Okay, schnell beeil, ich müsste zu den Schranken hin. Hier, ich mach auf. Aufmachen. Ich knack das Schloss mit meinem Dietrich-Set, ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Wie groß ist das hier, bitteschön? Ich glaube, wir müssen irgendwas finden hier. Ich suche jetzt. Warte mal. Lol, hier ist ein Gemälde, komm mal her. Hier können wir das Gemälde bewegen. Ach, alle. Was? Wir können die mitnehmen und ins Feuer werfen jetzt, glaube ich. Ach, stimmt. Und dann brennt der höher das Feuer oder was? Alter. Hä? Geht das? Ich weiß nicht, was wir mit den Gemälden jetzt machen sollen. Wir können die austauschen. Aber wir müssen die in richtige Dings bringen. Ah, das muss. Nee, ja, safe. Und ja, das genau. Muss jetzt hier, warte. Oder? Tauschen einmal. Genau, so, zack. Da war es nicht vorher so? Ja, jetzt. Oh mein Gott. Lass schnell weiter. Nicht das Schränke. Ja, hier sind Schränke. Es flackert! So Schrank. Ist geflackert. Ich glaube, er ist los. Schrank. Er kommt! Das war das Flackern. Das war das Flackern. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wissen wir wenigstens, auf was wir achten müssen, ne? Okay, wo bist du? Hier bist du. Hier, okay, wenn es flackert, sofort zu den Schränken. Ja. Oh Gott. Okay, hier sind wieder so Räume. Gucken wir hier mal rein. Wir sind direkt was ist das denn? Raum? Das Augen! Nicht hingucken! Nein, ich guck nicht hin. Einmal nicht hingucken. Guck mich an. Okay, ja. Hier, wir müssen an dem vorbeigehen. Oder müssen wir nicht? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir hier lang? Doch, wir müssen an dem vorbei. Mit dem Rücken rückwärts. Ganz nah an der Wand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, war das gruselig gerade. Trepp hoch. Weiter. Wir müssen Schränke finden. Okay, Schränke hast du auch ein bisschen Leben verloren? Ja, ich bin halb tot. Hier. Ja, ich auch leider. Oh, flackert! Flackert! Rein! Du hast ihn, Mann! Wie sind denn die genauso von den Augen? Rein! Ich bin drin. Oh mein Gott. Oh, da war er. Gott. Aber es hat nicht geflackert. Digga, wie bist du so unkorrekt, Alter? Wieso nimmst du nicht den links neben dir? Wir haben doch voll viele hier. Oh, wir sind so weit wie noch nie. Oh nein. Keine Schränke. Laufen. Keine Schränke. Beine in die Hand. Ja, laufen. Wenn er jetzt kommt, dann war's das. Ein Schrank. Ah, Alter! Nein, was ist das denn? Hä? Hey. Was ist denn das? Hey, ich hab nur noch kurz nach hinten geguckt. Das ist er! Wer ist das? Lauf! Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann nicht. Oh mein Gott, Und durch! Oh. Lauf um dein Leben! Oh, Kuni, nach hinten kannst du mal nicht. Nein, lauf! Links, rechts! Oh mein Gott! Rechts! Er hat mich! Mich auch, wir waren so knapp, Bro! Mann, wir waren so weit vorne! Bro, es war das Ende! Mann! Oh Gott! Ich hab mich wiederbelebt! Ich mich auch, wo bist du? Sind wir jetzt. Okay. Müssen wir da hochgehen? Anscheinend, guck mal, wie lang die Treppe ist. Also, die 30 Robux waren es anscheinend wert. Das war es gerade echt wert, ne? Ich meine, wir wurden jetzt gerade fast geholt. Oh mein Gott, Tür 43! Das war einfach nur eine Tür eben, das war gar nicht das Ende! Stimmt, ich dachte gerade, es wäre das Ende. Nein! Es flackert. Nein. Es flackert. Rein, hier ist die Schenke! Bett. Bin drin! Bett, hallo! Kommt er? Ich hab dich zu verstecken. Kommt er? Ich hab ein Feuerzeug. Bringt das irgendwas? Ja, das ist schon mal gut. Wir brauchen Schlüssel. Was bringt das Feuerzeug eigentlich? Wenn er da war, ist es ja dunkel, weißt du? Schlüssel liegt hier. Ich hab Schlüssel. Ja, nimm mit. Okay. Direkt weiter, nächsten Raum, damit wir Schränke haben. Okay, komm mit. Ja. Hold, aufmachen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Nein. Nicht hingucken. Rückwärts lang. Aber wie sollen wir da langlaufen? War das das Auge? Ja. Rückwärts geht. Aber wie sollen wir langlaufen? Links weiter. Oh, nur zur Wand. Ich hab's. Ich hab's auch. Aua! Ja, du darfst nicht hingucken, Mann. Ja. Ich wollte mich umdrehen nach dir. Ich hab mir nur Sorgen gemacht. Hier hoch. Ey, wir sind echt sehr weit, ne? Ich weiß nicht, wie viele Level wir haben. Weiß ich auch nicht. Gibt's Schränke jetzt für uns? Da ist eine kaputte Tür, die sieht eklig und alt aus. Da will ich.
Da will ich nicht rein. Nee, da will ich auch nicht rein. Ich glaube, da kann man auch nicht rein. Okay, 48, wir sind fast bei 50. Okay, hier sind zwei Schränke zur Not. Ja, hier kommt der Slogan. Oh, einige. Alter. Ist so Safe Base. Da ist was! Das ist das Finale! Oh mein Gott! Das Hauptlevel, Level 50, die goldene Tür! Komm rein! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, was glaubst du, ist jetzt dahinter? Ich weiß es nicht! Oh nein! Was? Was ist das denn? Wie soll man denn den überleben? Oh Gott! Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott, jetzt heißt es laufen. Hä? Hä? Lass links lang laufen, da kommt das Safe nicht. Hier. Er ist da, er sucht uns, er sucht uns. Muss eigentlich aufpassen. Da ist er, jetzt links lang, Links. Komm ja, wir können. Ja, schnell, ducken. Stecken, stecken. Duck. Hier ist irgendwas. Ich hab einen Brief. Ich hab Feuerzeug. Ein Code. Was steht da? Merkt ihr den. Komm, wir gehen weiter. Wo ist der? 04. Hin rechts, er läuft jetzt rechts rum. Okay. Ich geh in Junk! Hilfe, Kaspar! Lauf weg! Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Okay, gut. Oder? Er macht Breakdance. Bro, er ist genau vor dem Schrank, ich erstick gleich! Bro, er läuft hier noch rum. Er spawnt trapped! Er sieht mich nicht. Okay. Komm raus aus dem Schrank. Kann ich rauskommen? Okay, bin raus. Jetzt komm, ja. Ich bin durch! Ich auch! Komm raus! Siehst du mich? Ja, los. Okay, wir sind durchziehen! Oben. Durchziehen! Hier! Nein, wir brauchen... Ich hab den Zahlenschloss. Nein! Bitte! Pass auf! Ich guck, ob er kommt. Er kommt! Gib ein bitte, Bro. Eins. Jetzt mach keine Faxen. Zwei. Er kommt! Geh auf uns hin! Vier. Bro, mach fünf, jetzt bitte! Wirklich! Ich aufgemacht! Es geht nicht! Was ist es? Bro! Was ist es? Es ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wir sind so tot. Nein, erzähl es nicht. Es ist I. Ist falsch! Ja, es ist aber 1, 2, 3, 4, 5. Das muss hier sein beim Schreibtisch. Oh mein Gott. Schubladen. Hey, Kaspar! Das war's mit mir! Hat dich geholt. Ich bin tot! Nimm das Feuerzeug! Auf einmal kam der Bro, ich guck. Digga, das musst du dir angucken, Bro! Bro, ich hab nach oben geguckt, auf einmal kam er so, als würde er mich umarmen wollen schon, Digga. Ich hab's nicht gesehen. Ey, wie sollten wir das denn lösen können, Leute? Digga, das sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, Alter. Wie krank. Hey, richtig Junge. Krass. Das ist auf jeden Fall gewesen, Leute. Leider haben wir es nicht ganz geschafft. Also sind wir auf jeden Fall bis zum Ende gekommen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Checkt die bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.